Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dust in Elysian Tale. Und ja, wir stehen jetzt mitten im nächsten Bossfight gegen einen garstigen Dämon. Boah, Bombenzombie. Ja, das ist eine tolle Anfangsbegrüßung, aua. Okay, er ist selber ein Totenbeschwörer. Deswegen brezeln wir ihm erst einmal ein paar Flammendinger durch die Luft. Oh, Fisch ist stumm. Das ist weniger gut. Ja. Mal kurz was zum Heilen einwerfen. Dann den Bomben-Zombies ausweichen. Ja. Au. Also der Zeitgenosse ist nicht ganz so einfach wie seine anderen Kollegen. Die Bosse vor ihm. Ja. Okay. Kurz ins Inventar gehen. Tödliche Leckerei einwerfen. Und das kurz mit Hühnchen hochheilen. So. Jetzt können wir ihn wieder mit Feuersalz zu spammen. Okay, er kann irgendwie. Autsch. Das war unbeabsichtigt. Der kann irgendwie Fidget ständig Strömen machen. Und ich sollte dringend was Kräftigeres mal einwerfen. Ah ja, das hier. Ah, mit Karl kann ich schneller essen. So. So, jetzt ist unser Angriff ein bisschen stärker. Und wir haben ihn besiegt. State has calmed. The rage that consumed him has been driven back into the darkness. Okay. Cora. Cora, is that you? Und das muss wohl Kane sein. Yes, Kane. Yes, it's me. Is it done? Have you come back to us? Oh, Cora. I have done such terrible things. I betrayed my friends. Turn them over to General Gaius for money and power. My life, this mansion, everything I ever owned was bought with the blood of those I loved. Oh ja, er zeigt ziemlich viel Reue gerade. It's okay, my love. I know everything. That is why I left you. But I have come to help you set things right once again. Hm. I am so sorry, Cora. I should have trusted you. I should have told you. I thought you would abandon me. I thought the one good thing I ever had would leave me to die alone. Na, hättest du nicht so viel Mist bauen sollen. I'm here now, my love. And I will never leave you again. Ah, ja. And you, Robe One, you helped drive that demonic presence away. I owe you a debt of thanks that I fear can never be truly repaid. Wir wollen nur einen Weg, um Gaius aufzuhalten. Actually, you can repay that debt right now. You worked with General Gaius, and I aim to drive him from these lands. I was told you may know something that could help me find him. Hm. Well, that's easy. Simply go where there are Moonbloods. Their last remaining encampment is hidden far to the north. If General Gaius knew where it was, he would personally lead the charge to wipe it off the map. Okay, den hohen Norden. Do you know where this hidden camp is? Nobody does except for the Moonbloods and... But no, that's impossible. Was? What? Why? There was a village of Moonblood sympathizers in the mountains. I revealed their location to General Gaius. Everyone was supposed to be killed, but... Before I died, I remember hearing that a survivor had escaped to Aurora. Yep. Ginger, you're talking about Ginger. Genau die. Sie ist ja auch nach Norden gegangen, wahrscheinlich zu dem Mondblut. I'm afraid that's all I know. If you can find this Ginger, perhaps you will find your Moonbloods. From there, you only need wait for the General to find you. Toller einfacher Plan. Then we better hurry, Dust. Ginger's already got a head start on us. But what about the barrier?
Welche Barriere? The work of the demon that imprisoned me, no doubt. With your twin souls, it likely did not want you to leave this valley before it could devour you. Ja, das muss ich jetzt selber nochmal verstehen. Das Werk des Dämonen, der mich eingekerkert hat, kein Zweifel. Du mit deinem Zwillingsseelen sollst wohl nicht aus diesem Tal flüchten können, ehe er dich verschlingt. Twin souls? What are you talking about? Okay, das verwirrt mich jetzt. You did not know? You possess a rare gift. Two souls joined as one. Never have I seen it before. Okay. Ara, what does he mean? Ja, Arak. I... Soon, Dust. Very soon, all of this will be explained. Come, we can discuss this later. We must hurry if we are to find Ginger and learn the location of this Moonblood camp. Ja. You're right, but we can't just leave Cora here. Sie will ja hier bleiben, hat sie gesagt, oder? That's all right, dearie. I've not the strength to return home. And I would rather spend my final hours catching up with my dear husband by my side. I cannot thank you enough, Dust. You've done more for us than I could possibly have asked for. I knew there was something special about you the moment I laid eyes on you. Okay. Thanks seem a paltry thing to offer in return for the deeds you have done here today. But they are all I have to give. I do hope you are able to find your friend in time, and that General Gaius is made to pay for his crimes against this world. Oh ja, dafür werden wir sorgen. Then farewell, my friends. Good luck to the two of you. In this life and the next. Ja. Just reality check. Did we just exorcise a demon from beyond the pale? Ja, Fidget ruiniert den Moment mal wieder. That we did. Hopefully the two of them finally find some semblance of peace. Anyway, let's get moving. We've got a lot of ground to cover. Jupp. Okay, Levelaufstieg. Staub zu Staub wurde aktualisiert. Einmal in Angriff bitte, dass wir die Maximalleiste erhöhen. Und mit Cora noch mal reden. Thank you for all of your help. Don't worry about me. I'll stay here by my husband's side. Okay. Und er? Thank you, Dust. You must stop General Gaius, no matter what the cost. Gut. Dann wollen wir mal los. Der nächste Ausgang. Nein, gehen wir die andere Richtung. Vielleicht können wir da noch die Secrets, die da sind, abgrasen. Hier hoch. Und da lang zurück. Dann haben wir nachher nicht mehr so viele Secrets. Blöder Bombenzombie. So, super Sturzangriff. Komm, die hau ich auch noch weg. So. Ja. An dir will ich schnell vorbei. Oder dich einfach töten, ohne dass du mich in die Luft jagst. So, kannst dich ruhig in die Luft jagen. Oh, ein Wespennest. So, weg damit. Und dann hier lang weiter. Hier dürften eigentlich keine Nekromanten mehr kommen, aber ein Wespennest, das ich nicht stehen lassen will. Denn manchmal sind ziemlich interessante Sachen drin, wie heiße Schokolade. Und irgendein Gericht. Ah, hier war ein Schatz. Und hier können wir durchslidern. Und hier auch. Save Point. Und hier müsste ein Secret irgendwo verborgen sein. Mal sehen, ob wir das finden. Wow.
Ja, flieg in die Luft. So. Aua. Genau, hier ist noch eine Wand, die wir einschlagen können, merke ich gerade. So, das alles einsammeln. Und was ist hier unten? Eine Truhe. Wir haben 12 Schlüssel, also öffnen wir sie mal. So, das Speedy-Game ist ja relativ leicht. Und wir haben sogar eine Halskette erhalten. Erstmal tödliche Leckerei, dann mal gucken, was haben wir noch. Die beiden Sachen können wir eigentlich verkaufen. Wir haben ja die Spektralweste. Was Besseres können wir nicht hier herstellen. Upgrade-mäßiges haben wir Satan schon. Da können wir auch nichts Besseres machen. Objekte-Schlüssel brauchen wir gleich gucken. Können wir hier irgendwas machen, was besser ist? Nein, das macht alles nur schlechter. Das würde ein bisschen den Angriff besser machen, aber dafür haben wir nicht die nötigen Teile. Aber hierfür hätten wir sie. Was macht der Ring, den wir angelegt haben? Angriff, Verteidigung, Objekt, Drop, Glück. Plus 2 Regeneration, Angriff, naja, brauchen wir nicht. Aber okay, wir haben hier das Secret gefunden. Dann gucken wir mal, ob wir auch das letzte finden. Gehabt. So. Eine einzelne Wespe. Das war kein wirklicher Gegner. Hier ist, glaube ich, der Kreischer. Nein, hier ist ein Explosionszombie. So, weg mit euch. Hier ist die verfallene Kirche. Die übrigens auch ziemlich, auch wenn sie verfallen ist, ziemlich vom Design her ziemlich gut gelungen ist. Also ich habe ja schon mal gesagt, ich mag das Artwork von dem Spiel hier. Aber auch hier auf der Sorgenwiese sieht alles ziemlich gelungen aus. So, weg mit dir noch. Oder können wir in das letzte Fähnchengebiet gehen? Dort scheint ja auch irgendwas zu sein. Oder ist einfach da nur, wie weiter der Ausgang ist. Quick Save machen. Einfach Zombies töten. Wir haben übrigens wieder mal einen Boss getötet. Ach, da bist du nur. Was hast du uns noch zu sagen? See, I just knew standing around here would pay off. That barrier couldn't take it anymore and just shattered. Toll. Good work, Avgustin. I knew I could count on you. Ja, so oder so. Are you heading up the mountain? This is a long way up, but the old road was blocked off ages ago, so you don't have much choice. Okay. Don't worry about us. You stay here and guard these rocks. Ja. I'll take it as a personal challenge. Auch gut. You and me, Dust, we're gonna save the world. Ja, träum weiter. Okay. Hier ist ein Zugang. Ah. Was ist hier? Außer ein Wandhuhn, was wir nicht kriegen, weil sie in der Wand backt. Eine Truhe. Ja, sehr schön. So, Truhe, öffne dich. Etwas zu essen. Ist auf der Seite noch was? Nee, hier ist der Ausgang, stimmt. Kapitel 4. Enthüllung. Neue Region entdeckt. Okay. Dann würde ich sagen, wir suchen hier den Safe Point auf. Und es ist Schnee hier. Ja, da ist der Safe Point. Hier würde ich sagen, speichern wir mal wieder.
Und dann gibt es erstmal an dieser Stelle einen Cut. Und dann sehen wir uns... Nein, wir sehen uns noch nicht in diesem schönen Schneegebiet um, weil wir haben ja noch bestimmte Aufträge, die ich gerne erfüllen möchte. Also die Kombo-Aufgabe abgeben und mal den Wellenbrecher. Dafür müssen wir... Worldmap kann ich jetzt leider nicht mal auf die Lichtung zurück. Dort können wir nämlich solche Speere sammeln. Aber das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Also bis dann.